Bevor ich Herrn Suckow auf die Bühne bitte, habe ich aber mit seiner Tochter vereinbart, dass sie ganz kurz was sagt, weil Sie werden es gleich merken, es ist so eine Vorankündigung. Das waren ja jetzt zwei wissenschaftliche Perspektiven und auch Herr Suckow ist historisch gesehen Wissenschaftler, aber ist jetzt eigentlich mehr sozusagen als Gestalter unterwegs mit seiner Suckow-Stiftung und was die Stiftung macht, werden Sie uns ganz kurz erzählen als diejenige, die die Stiftung jetzt übernommen hat. Ja, herzlichen Dank, dass ich ein paar Worte sagen darf, weil wir haben in der Tat die wissenschaftliche Perspektive gehört. Mein Vater wird nicht als Wissenschaftler sprechen, natürlich als Professor Emeritierter. Wir haben diese Stiftung vor exakt 25 Jahren und ein paar Tagen gegründet, nach der Übergabe Alternativer Nobelpreis. Wir waren als Familie zusammen in Stockholm vom Jakob von Uexküll und haben damals gesagt, wir wollen Gesellschaft gestalten. Wir kommen aus Ostdeutschland, da ist man so fast schon genetisch fixiert. Wir wollen Gesellschaft gestalten und wir sind bis heute und auch künftig Player, Akteur in der Zivilgesellschaft. In Deutschland gibt es ja knappe 30.000 Stiftungen. In Mecklenburg-Vorpommern, wo unsere Stiftung auf Wunsch meines Vaters ihren Sitz hat, gibt es 200 Stiftungen, hier in Österreich um die 3.000. Und praktisch aus dem Norden Ostdeutschland hierher gekommen ist mein Vater jetzt. Ich selbst lebe in Oberbayern inzwischen, bin im Stiftungsbereich. Uns ist wichtig, in der Welt etwas zu bewegen, aber auch national in Deutschland. Und bevor es ganz speziell in das Thema Boden geht, dachte ich, ist es sinnvoll, wenn Sie so ein bisschen die Einordnung einer Stiftung in einer großen Stiftungsfamilie in Deutschland und ich bin der Meinung, wir können viel, viel mehr und auch Österreichs Stiftung können viel mehr. Sie hatten es eben, Herr Professor Setteler, in Ihrem Vortrag, Stiftungen oder Zivilgesellschaft, Governance. Wir leben hier oder sind hier in einem Symposium Politik, Religion, Philosophie. Heißt, auch die NGOs, die Vereine, die Stiftungen haben eine Verantwortung, haben eine Rolle und ganz viele Chancen. Und deswegen, dieses kurze Plädoyer für Stiftungen, an dem Thema zu arbeiten. Und wir sind viele, die das seit vielen Jahren tun. Danke. Ja, das wäre doch eine viel, viel nützlichere Stiftungsfokussierung als das, was Stiftungen bei uns so, zumindest die aktuell in den Medien sind. Herr Suckow, es ist mir eine große Freude, damit können Sie auf der grünen Taste weiter. Ja, einen wunderschönen Sonntag hier zu erleben in einer der alten Kulturlandschaften unseres Mitteleuropas. Ich war hier in dieser Wachau noch nie. Die Aprikosen blühen und ein Gefühl, hier ist die Welt noch heil. Fröhliche Menschen, noch Ordnung, noch nicht die Verwahrlosung wie in Berlin. Also ich bin hier gut angekommen. Auch erstaunlich, wie viele hier sind, auch Frauen, aber euch fehlt noch die Jugend, die jungen Frauen, die Fridays, die sind für mich die großen Hoffnungsträger und das sicher in Zukunft auch hier. So, ich habe den Vortrag Boden genannt, das am stärksten gefährdete Naturgut. Will Ihnen aber sagen, ich habe eben hier ein Buch erwerben können, Wasser in Not, und ich würde heute den Vortrag Boden und trinkfähiges Grundwasser, das würde ich in den Mittelpunkt setzen. Denn das sind beides Lebensmittel, auf die wir immer angewiesen sein werden. Und die Landschaft erzeugt eben Nahrung und dazu gehört trinkfähiges Grundwasser. Und das ist am Augenblick neben humusreichen Böden das Gefährdeste. So, jetzt gehen wir schnell weiter. Ich will viel erzählen. Groß geworden bin ich noch als letzte Generation auf einem Bauernhof im Osten Deutschlands. 1960 dann die Zwangskollektivierung, das Aufhören des Handwerks, alles ein Proletariat sollte entwickelt werden, auch die Bauern, viele Republikflüchtige und so weiter. Und Sie sehen, das ist eines meiner ersten Bilder, die Leiterwagen, eine ungeheure Biodiversität. Ich hatte die Schafe zu hüten auf unserem Hof, war oder bin durch Schafe, durch Herdentiere geprägt, friedlich, beieinanderhaltend, sozial vernetzt
und die Landschaft eben mitgestaltend. So, das war aber nur eine kurze Phase und ich habe damals die Vögel aufgeschrieben, als ich dann schreiben konnte. Es sind 13 Tagebücher und jetzt wird es irgendwann ein Buch geben, Der Niedergang der Lebensfülle einer Kulturlandschaft in Ostdeutschland. Es ist praktisch fast nichts mehr übrig geblieben, die Amphibien ausgestorben. Ich mache mal das nächste. Die Trappen, das sind so die größten europäischen flugfähigen Vögel. Auch hier gab es früher Trappen, da unten im Neusiedler Seegebiet. So, ihr seht die kleine Pause da, da ist der Bestand nicht zusammen. Da hatte ich in Greifswald studiert und nicht da regelmäßig gezählt. Und ihr seht noch im Sozialismus einen Höhepunkt nach der Zwangskollektivierung, Niedergang der Agrarlandwirtschaft. Lebensmittelkarten eingeführt, die Bauern erzeugten nichts mehr und da haben sich die Trappen noch mal etwas vermehrt und dann aber mit der Trennung Tier-Pflanze, der Sozialismus lernte von Amerika, also riesige Agrarbetriebe, agrarindustrielle Nutzung in der DDR, um zu Dumpingpreisen Westdeutschland und Westeuropa mit zu ernähren. Da war dann der Zusammenbruch und was ich dann in der neuen Gesellschaftsordnung erlebte mit den Investoren, den Leihfirmen, der Niedergang der Kulturlandschaft mit schlimmen Folgen, die AfD lässt grüßen. So. Dann eingebunden ein paar Bilder in das Experiment, nenne ich es mal, des real existierenden Sozialismus. Ihr seht im Hintergrund so ein kleines Wäldchen, das ist der Park in Lüdersdorf. Rechts die neuen LBG-Gebäude, weiß. Links war unser Hof, das war ein Großbauernhof, 90 Hektar. Wir wurden nicht enteignet, ab 100 wurden alle dann enteignet. Und ihr seht, 17 Bauernwirtschaften waren hier. Die ökologisch produzierten, damals Dünger gab es nicht, Pflanzenschutzmittel auch nicht. Und dann jetzt dann, das ist ein Bild von 82, also die riesigen Schläge. Und ihr seht schon, dieser Humusverlust, die Kuppen, das ist ein Rapsfeld, die Kuppen praktisch nichts gekeimt oder kaum in den Senken, Kolluvium, dort ist viel gekeimt und kein Baum und kein Strauch. Und jetzt noch ein paar Bilder. Ich habe viel über Moore gearbeitet, musste von der Universität weg, weil ich da den Einmarsch Tschechoslowakei nicht gut geheißen hatte. Und 4 Jahre Bewährung in der sozialistischen Praxis, Meliorationskombinat, da habe ich meinen Rückenschaden bekommen. Und schwere Arbeit, aber ich habe mich mit den Mooren beschäftigt. Und hier seht ihr die Vergewaltigung der großen Moorlandschaften mit Brachvogel und mit den Wachtelkönigen, den Treublumenwiesen, wie ihr es im Murnauer Moos noch seht. Hier riesige, einsame Traktoren und tiefe Entwässerung. Die Moore mussten ausbluten, so hieß es damals, um eben agrarindustriell Saatgrasland und dann Ackerkulturen. Und ihr seht, wie tief dieser alte kleine Fluss gelegt worden ist durch Strömungsmoore. Und ihr seht Dauermaisanbau, dann Spurplattenwege, ein Baum im Ferne noch. Dann aber der Boden nach 5-mal Umbruch so stark degradiert, dass er kein Wasser mehr leiten kann. Der Oberboden irreversibel geschädigt, der Torfkörper dann also kein Wasser mehr aufnehmend, dazu Mineralstoffe, Kalk und alles das und vom Boden her im Untergrund tiefe Schwundrisse, sodass ihr seht, der Graben ist voll polytrophen Wassers, verfaulendes Wasser, geht nicht in die Flächen rein und dann eben jetzt nur noch, wenn Niederschlag fällt, steht er oben drauf und keine Grundwasserbildung. Und gut, ich will diese dann, ja, die, dann war ich dann speziell nachher in der Endphase DDR für Komplexmelioration. Was kann man heilen? Ihr seht vermulte Böden. Ihr seht hier der Torfkörper weg. Das Grundwasser steht fast in Flur, geht nicht mehr in die Fläche, weil die dicht sind. Hier der Sand. Auch völlig verdichtet, dann die Wunderwaffe, hier große Drainsysteme aus Plaste, sollten die Moore dann wieder bewässern, also und dann nachher zum Schluss in der Endphase 88, Otto Meyer aus Westdeutschland, Umbruch, Tiefflug, Sanddeckkulturen, ihr seht, der Torfkörper weg und dann wollte man noch Westdeutschland überholen, ohne einzuholen, so hieß es damals. Und ein letztes Bild aus dieser Phase,
die größten industriemäßigen Tierproduktionsanlagen für Rinder, für Schweine hier in der DDR. Hier Jugoslawen haben das größte Schweinemastkombinat Europas aufgebaut. Uckermark, das noch ein Bild vor der Wende. Ist es nicht in Betrieb gegangen, die Bürgerbewegung so stark im Hintergrund. Die Landschaft wurde dann Biosphere Reserve und jetzt eine Landschaft, die ich jetzt noch kurz darstellen will, denn diese große subventionierte Unvernunft, so habe ich das genannt, geht weiter. Aber ganz kurz von den Bürgerbewegungen, dann kurz ein halbes Jahr in der Regierung, ohne Aufsicht. Meine Freunde konnte ich einladen, die Weggefährten. Und da haben wir es geschafft, 12% Staatsjagdgebiete, Grenzsicherungsräume, Armeegebiete in Schutzgebiete zu führen. Aber überwiegend war der Ansatz Man and Biosphere, dieses unfassbar kluge Programm der UNESCO, also Kulturlandschaften zu erhalten mit den Menschen, kleine Etalonflächen dazwischen, Eigendynamik der Natur und ansonsten beispielhaft eben Schönheit, Nützlichkeit, Vielfalt, Arbeitsplatz zusammenzuführen. Und dann, das können wir uns heute alle gar nicht mehr vorstellen. Wir hatten ja diese riesigen Mastbetriebe, Meliorationskombinate, 14 bezirksgeleitet mit einem ungeheuren 2000 Mitarbeiter, wo ich damals arbeiten musste als Moorerkunder. Dann die agrochemischen Zentren mit Flugzeugstaffeln, die von oben her Dünger, Pflanzenschutzmittel und auch teilweise das Saatgut. Der Friedhof war mal kurz ein Roggenacker, weil er da nicht ausgeschaltet hatte, das Saatgut streuen. So, das alles. Und dann die zentral geleiteten Kombinate, die wurden Politbüro unterstellt, industrielle Mast. Und das war das Schlimmste. Und ob er es glaubt oder nicht, es war möglich, im Februar, März, Ministerratsbeschluss, in der Modo-Regierung, das war so die letzte vor der ersten Volkskammerwahl, alle zu schließen. Tausende wurden arbeitslos, aber die Verseuchung, der Untergegangene, also das Grundwasser, die chemischen Probleme brachten und dass wir das machen konnten. Und im Naturschutz auf den Kreisebenen gab es immer einen Funktionär, der war für Yacht und hatte nebenher noch Naturschutz zu machen, also praktisch nicht in die Bezirken. Da waren es zwei oder vier, und da konnten wir eben tatsächlich in einem untergehenden System diesen Bereich Naturschutz, Erhalt der Lebensgrundlage der Ökosysteme eben aufstocken und dann diese 11%. Und dazu, es wurde ein Nationalparkprogramm, aber ich muss die Wahrheit sagen, damals war es möglich, noch in dieser letzten Volkskammer dieses sogenannte Nationalparkprogramm. Nationalparke waren in Westdeutschland eben schon da. Biosphärenreservate kannte man nicht, aber hier unser Schwerpunkt war. Und das wurde durchgewinkt. Klaus Töpfer spielte eine große Rolle, auch der Bundespräsident von Weizsäcker. So, aber alles andere hatte dann Kohl schon ganz anders im Kopf. BVVG, Investoren, viel Geld, Flächenkauf und dann Agrarindustrie. So, also dieses, der Begriff ökologisch-soziale Marktwirtschaft, den ich damals als Hoffnung sah, war eine Farce. Das Ökologische ist rausgefallen und jetzt sprechen wir nur noch von der sozialen Marktwirtschaft. Und wenn wir nicht zu einer Ökologiepflichtigkeit des Eigentums im Bereich unserer Kulturlandschaft kommen, werden wir die Zukunft nicht meistern können. Aber es sind nicht viele, die das begreifen. Aber das sind so meine Probleme. Jetzt die Wiedervereinigung, subventionierte Unvernunft geht weiter. Ja, ihr seht, hier diese, welches Jahr, das habe ich jetzt dran. Das ist jetzt wieder die Felder, wo die Großtrappen damals lebten, aber schon ausgestorben. Im Hintergrund Schulzendorf. Und hier hat Albrecht Daniel von Teer, der Erfinder der Humuswirtschaft aus England, damals dann geadelt und Professor in Humboldt geworden. Hier waren seine Güter mit Schafhaltung, Mist von den Schafen als fruchtbarster Dünger. Und jetzt seht ihr diese kaputten Äcker, dann die riesigen Flächen mit Dauermais, im Hintergrund die neueste Dimension von Wind.
Rädern über 200 Meter. Und was so schwarz ist, das ist nicht ein fruchtbarer Humusboden, sondern das sind die Gärreste aus der Verbrennung von Mais, also ein Wahnsinn, der dann das Bodenleben total zerstört. Ihr seht die gewaltigen Bodenerosionen. Und hier in diesem See habe ich mal schwimmen gelernt und geangelt. Das ist ein wunderschöner Klarwassersee. Jetzt ist er inzwischen ganz und gar weg. Und alles, was an Muscheln und Schnecken und so weiter lebte, gibt es nicht mehr. Das nächste Bild. Ein wenig zu diesem Problem der Pestizide. Ich will jetzt nicht Zahlen nennen, nicht Kurven zeigen. Es ist ungeheuerlich, wie dieser Bereich gewachsen ist, die Chemieindustrie. Und es gibt nur wenige Überlebende. Also das zweite Bild ist ein Maienbild. Ihr seht die gerade austreibende Winterlinde. Da hinten die Maisverbrennung und vorne die Glyphosat-Äcker, die im Frühjahr, wenn das Leben sprießt, muss alles getötet werden, die Vegetation und das total. Und Überlebende hier eine Klette, Arctiominus mit 3 Meter tiefen Wurzeln und das andere eben diese resistenten Arten aus Amerika hier, Glyphosat-resistent, Amaranthus, ihr seht diese Pflanze. So, dann gehen wir schnell weiter. So, das sind jetzt Bilder dieser. Also Lindhorst-Gruppe, 27.000 Hektar, musste Geld unterbringen, hatte Angst vor Rezession, hat dort in Brandenburg alles das übernommen. Er war nie dort, hatte eben seine Juristen und dann Geld zum Aufkaufen. Und da ist jetzt eben alles, was halbwegs ging, was vorher schon brach war. Ihr seht ein Coryneferus-Rasen hier vorne, da wurde der Mais angebaut. Hintergrund noch eine Flatterulme überlebt hat. Hier ein kleines Soll, da ist nur noch ein Haufen von Holz. Und dann wird immer gesagt, ja, die organische Substanz, wir haben 5%, das sind all die Wurzeln von Raps oder von Mais, die nicht mehr mineralisiert werden können, weil es Bakterienleben zu Ende ist, Regenwurm nicht mehr gibt, dann sind die da drin, das wird dann zusammengerechnet. Und hier noch ein paar Bilder. Hier wieder mein Lüdersdorf im Hintergrund, der Park, hier der Weg, an dem ich Schafe hütete und dann die Maismieten gehäckselt und das Wasser, Gärwasser und so weiter mit den Nährstoffen versickert. Dann riesige Maismieten, der neue Mais keimt schon, also eine Überproduktion und dann kein Bauer ist mehr tätig. Es gibt in dem Dorf, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die jungen Frauen sind in den Westen gegangen, um da noch eine Zukunft zu finden. Die Männer dann meist hier und dann heute AfD, unfassbar. Und dann riesige Maschinensysteme, riesige Maismieten, die dann wieder vergast werden. Und die Longliner, die dann mit Leihfirmen kommen. Und das alles, vielleicht noch ein Bild, hier wieder ein alter Schweinestall, der immer noch produziert in meinem Dorf. Dann seht ihr hier vorne die blaugrünen Äcker. Und hier, das war eine Wiese, wo ich noch die Doppelschnepfe mal nachweisen konnte. Und da ist nur noch Arctium, Brennnessel und Riesenschilf. Dann eine Orchideenwiese mit Braunkehlchen und ach, wunderschönen Orchideen. Ist jetzt Faulwasser, Grundwasseraustritt. Dahinter die Riesenmaisäcker, der Park. Ihr seht Schlinkgewächse, Gallium, also Klebkraut, Brennnesseln. Und dann der Dorfteich, in dem Tausende von Amphibien, 8 Arten, waren. Fische, ein ungeheurer Reichtum. Und jetzt, ihr seht, Faulwasser tief gesenkt und das letzte Bild von diesem Niedergang, das ist hier die Stadt, die gerade 250 Jahre Caspar David Friedrich feiert. Ihr seht die Stadtsilhouette und ihr seht hier die Äcker, hier war gerade Zuckerrüben, Plaste und dann die kleinen Senken, jetzt komme ich zum Wasserhaushalt, sind jetzt die, in denen der Niederschlag reinfließt. Der Boden hat keine Regenwürmer mehr, ist dicht, keine Versickerung und kann nur noch verdunsten. Und damit vielleicht noch ein Viertel, maximal ein Drittel ist überhaupt noch Grundwasserbildung in Brandenburg, in den Äckern. Alles andere geht in den Kreislauf nach oben. Und diese Senken sind so hoch versalzen inzwischen durch all diese Mittel, also hier vor allen Dingen die Düngemittel, dass da das Leben eben. So, jetzt will ich aber ein bisschen zusammenfassen. Habe ich noch ein bisschen? Gut, also unsere Kulturlandschaft heute ein sozialer und ökologischer Problemraum. Der gestörte Kohlenstoffhaushalt, also der Humus,
diese Agrarier da in Göttingen oder Gießen oder vor allen Dingen in Kiel da ausgebildet, Humus, das ist ein Fremdwort. Regenwurm spielt keine Rolle, sondern wir schaffen es eben mit Chemie und den gestörten Nährstoffhaushalt, gestörter Kohlenstoffhaushalt, Landschaftswasserhaushalt habe ich schon genannt, so und damit Verlust der Funktionstüchtigkeit dieser wichtigsten Landnutzungsökosysteme. Das waren die Grundwasserbildner für die Dörfer und die Städte. All diese Flächen, die ich jetzt zeigte, die Wasserwerke aus DDR-Zeiten mussten geschlossen werden. Das eine Gutachten habe ich noch im Kopf. Ja, zum Autowaschen können Sie dieses Wasser, was da noch entsteht, verwenden. So, dann wurden ja Ringleitungen mit Steuermitteln in die großen Waldkomplexe geliefert. Jetzt kam der Klimawandel. Die Buchen sterben an der Krone ab und auf einmal Wassernotstand. Und das sind jetzt die Dinge, deshalb die Bildung von trinkfähigem Grundwasser muss die Gesellschaft bezahlen. Der Landwirtin, dem Landwirt, der unter seinen Flächen noch Wasser liefert, und der ist eben hoch zu prämieren und nicht die Flächenprämie, die den Besitz eben in Wert oder bezahlt. Also Funktionstüchtigkeit der Landschaft, Biodiversität, Herr Settler hat viel gesagt. Also was ich dort noch als Kind an Schmetterlingen, an Käfern, Insekten erlebte, die ja alle wieder die Vögel ernährten. Jetzt ist die Feldlerche auch ausgestorben, die Gartenammer, das Braunkehlchen, alles gibt's nicht mehr und nur noch Kolkraben haben überlebt, die dann die totgefahrenen letzten Tiere da vielleicht noch verzehren können. So der Zusammenbruch einer Landkultur, Landwirt, ein wunderbares Wort, er hat die Landschaft zu bewirten, sind nun ja Leihfirmen und das Landnutzung, Ende Dorfgemeinschaften, eben ja zum Teil eben AfD und Arbeitsplatz, Landschaft, Naturbrunnen, Berufe gibt es nicht mehr. Und jetzt habe ich hier zwei Zitate, ihr kennt alle Hundertwasser hier als Österreicher und er hat mal diesen Satz geschrieben, ich will ihn nicht vorlesen, der hat mich damals sehr kurz vor seinem Tod beeindruckt. Da oben, also oben Hundertwasser ist es, ja, ne? Nee, das haben wir als nächstes, ja. Gut, ja, hier habe ich den Hundertwasser zitiert und dann Wolfgang Haber, der erste Landschaftsökologe in Deutschland. Wir wurden dann Freunde und er kriegt ja demnächst eine große Tüxen-Ehrenmedaille und mit 85 Jahren, er war immer dann Freund geworden und hat immer geholfen, bei den Stiftungsprofessuren die Außengutachten zu schreiben, Ethik, Biodiversität, internationaler Naturschutz, die wir dann in Greifswald einbinden konnten. So, und er sagt eben auch, der Boden ist das Wichtigste und heute würde ich immer das mit Grundwasserbildung in Menge und Güte verbinden. So, dann geht's schnell weiter. Jetzt haben wir so ein bisschen Zusammenfassung. Ihr könnt es lesen. Also um die Komplexität zu zeigen und dass der Einzelne dort noch Landwirt diesem Vernetzungssystem völlig ausgeliefert ist und die Kleinen praktisch nicht mehr existieren können. Und der Lindhorst eben, ich hatte dann einen Brief ihm persönlich geschrieben, er sollte mal sehen, was aus dieser Kulturlandschaft von Daniel Theer geworden ist. Und er hat dann ist gekommen und sagte dann, aber wenn er jetzt noch Tiere halten soll, dann stimmt seine Rendite nicht mehr. Also Tierhaltung kommt nicht in Frage. Und da sagte dann, ja, aber seine Landwirte, er hatte einen mitgehabt, die wissen eben nicht, was Bodengare ist, das ist alles nicht gelehrt worden. So, also Ausschluss. Und jetzt sind es eben riesige Problemareale. Und Berlin hat kein Trinkwasser mehr. Es soll nun wieder der technische Fortschritt als im Mittelpunkt stehen. Ringleitungen von der Ostsee gebaut werden mit Entsalzung dieses verfaulenden Ostseewassers, die Heringe sind am Aussterben, um dann Berlin mit Wasser zu versorgen. Das Oderbruch, ein alter Feuchtraum, Holländer haben es mal entwässert, ist heute
praktisch grundwasserfrei, die Oder ist vergiftet und jetzt sind 35 Gemeinden, haben kein Trinkwasser mehr. Also nur um zu zeigen, was nun in dieser Demokratie sich entwickelt hat. Und deshalb das nächste Bild, ja, das haben wir noch nicht gehabt. Ach doch, dem Land wurde, das hatte ich schon euch gezeigt eben. So, dann kommen wir schnell, ich will ja auch etwas Hoffnung geben, brauchen wir alle. Und deshalb jetzt, was sind die Visionen? Und ich wirke viel mit der Stiftung im Ausland, nur heute bei der Darstellung, wo ist ihr? Da haben wir gesagt, Sammler und Jäger und dann kam schon der Ackerbau. Aber dazwischen gab es eine Kulturlandschaft mit der Nomadenkultur. Die hatten noch keinen Ackerbau, aber Tiere gezüchtet, Koevolution, erst den Hund, dann das Schaf, dann das Rind. So, und diese Nomadenkulturen waren für mich so der Höhepunkt der Koevolution Mensch-Natur. Weidelandschaften, Gemeinschaften, keine Zäune, noch kein Eigentum, tiefes Zusammenhalt. Und ich war viele Male vor 50 Jahren das erste Mal, um da eben für die Sowjetarmee Ackerbau in Mongolien zu machen, weil die Grenze zu schützen hatten und die wollten eben Getreide und Schnaps trinken und Zwiebeln und Kohl essen. Und da mussten wir den Boden, der für die Nomaden heilig war, die Stiefel vorn hochgehoben, tiefe Spiritualität. Und dann kamen wir und ja, und heute ist es die letzte Nomadenkultur auf Erden. Wir haben vorhin das Kamel gesehen, ich muss das gleich anhalten. Und wir haben jetzt ein Welterbe der Menschheit, aber nicht nach Amerika, Wildnis ohne Mensch, weil der Mensch ja böse ist, sondern Erhalt dieser letzten Kamelnomadenkultur, 1,6 Millionen Hektar im Süden, dann Erhalt der letzten Pferdenomadenkultur. Und jetzt haben die Mongolen gesagt, die Yaks müssen auch in China, werden sie da oben bei den Tibetern vernichtet. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, mit NGOs, das sind die Entscheidenden, die bei uns studiert haben, das aufzubauen. So, jetzt wollte ich noch ein bisschen Hoffnung geben. Können wir die noch machen oder lassen wir die weg? Aha, gut. Ja, also ihr seht, das hatten wir gehabt, Suche nach Auswegen und jetzt Biosphärenreservate. Also wie gesagt, Westdeutschland hatte sich dagegen gestellt. Die DDR hatte, um anerkannt zu werden, in Paris zwei schaffen können, kleine. Und dann haben wir diese, inzwischen sind es, ich glaube, 7 oder 8. Und das sind für mich diese ökologischen Wirtschaftsregionen. Ihr seht, wo wir die haben und neue kommen hinzu. Und jetzt zeige ich mal, Biosphärenschorfheide Korin, das war Staatsjagdgebiet von Honecker und Staatsjagdgebiet von Milke, vom Staatssicherheitschef. Und es war alles so schön einfach. Wir konnten das ausarbeiten, die Kartierung, wo machen wir die Grenzen. Und diese Pfarrer, die die runden Tisch geleitet haben, die beiden, der Kathole und der Evangele, haben zugestimmt. Die neuen Parteien haben zugestimmt. Also Sternstunden und wir kamen mit allem durch. Und da ist dieses Biosphere Reserve entstanden. Ihr seht, was grau ist, das sind alles die Wälder, vor allem die da im Westen. Das waren die Staatsjagdgebiete. Ansonsten zum Teil Güter, aber dann diese LPGen und alles, was jetzt grün ist, ist inzwischen, ihr seht da die Kurve, der ökologische Landbau, ist die größte ökologische Landbauregion mit Direktvermarktung nach Berlin. Ich könnte viel erzählen, als hier Prinz Charles dann König wurde, hatte er einen Wunsch, Deutschland, und da wollte er Schaufeide Korin sehen und war tief beeindruckt. Und einen unserer führenden Ökologen hat er dann zu sich geholt, um dort ökologische Landwirtschaft in seinen Gütern auszubauen. Ihr seht jetzt hier, das sind jetzt ein paar Bilder, ich will die nicht erläutern, das ist die noch stehen gebliebene, übrig gebliebene Kulturlandschaft mit Seen, mit Dinkeläckern, mit weißen Lupinen und ganz stark, und das ist so vielleicht das, was mich im Augenblick auch gerade im Erleben der Nomadenkultur bewegt, wilde Weiden, das sind Landschaften, die Hauptgrundwasserbildner sein werden, kein Umbruch, es bleibt alles praktisch in Naturbegrünung mit all den Vögeln, die dazugehören. Und er hat hier so etwa 1500 Pferde, verschiedene Herden, dazu die Rinder, die Schafe, die Wasserbüffel. Und hier ist noch ein Bild. Na, kommt es? Ja, hier die Auen, da haben wir eben die Wasserbüffel. Und jetzt kommen die Elche dazu, die dort grasen. Also das sind Bilder der Hoffnung,
Gut, und das nächste, Paludikultur lasse ich mal weg, nasse Bewirtschaftung von Mooren, da gibt es viel Geld. Jetzt der Zustand der Erde verlangt, also hier unsere Grundaussagen, eben nicht hoffen, dass Techniker Natur beherrschen und wir die Sieger sind, sondern die Kulturlandschaft ist unabdingbar in ihrer Funktionstüchtigkeit. Und da haben wir dieses Gesetz durchgebracht von Steffi Lemke und eben naturbasierter Klimaschutz, die ökologischen Leistungen der Ökosysteme. Und da sind Weidewirtschaften wie hier, wilde Weiden, die Humus bilden, Tiefwurzler im Klimawandelzeitalter. In Ostbrandenburg sind das eben die wichtigsten zukünftigen Schwarzerde-Bildungsböden als wilde Weiden und ökologische Bildung, das hatte ich alles gesagt, und Erhalt der Funktionstüchtigkeit als tragenden Ökosysteme ist für mich die bedeutendste Sozialleistung der Zukunft. Und dazu brauchen wir die Ökologiepflichtigkeit. Wenn wir die nicht bekommen, dann ist Zustand der Erde, hatte ich gehabt, die Schlussgedanken habe ich. Ja, so, ja, und jetzt haben wir das letzte Bild, nee, noch nicht. So, da habe ich die Wasserwürfel genommen, das sind meine Lieblingstiere, die eben wunderbare Kothaufen liefern, in denen dann der Wiederhopf wieder Nahrung findet. Er ist zurückgekommen, in dem eben sie fressen diese Eutrophierungsgebüsche von den Grauweiden ab. Und damit kommen die Blumenwiesen wieder. Und das sind hier Flächen, die wir mithilfe der Otto-Stiftung erwerben konnten für uns als Modell. Und ja, danke. Und der Stiftungsinhalt erhalten, haushalten und werthalten. Also eigentlich ein konservatives Denken. Und ich bin froh, dass Katrin jetzt die Stiftung weiterführt. So, ich danke für das Zuhören und wir können noch diskutieren. Auf Wiedersehen.